Dann ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz des SC Magdeburg zum Spiel gegen den THW Kiel am heutigen 1. März entstand 27:26 vor 6.800 Zuschauern zur Halbzeit 15:15. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Kieler, Marco Wujin und Niklas Ekberg, jeweils 5 Tore. Und auf Seiten des SC Magdeburg am erfolgreichsten heute Michael Damgaard, 6 Tore. Metz Christiansen und Matthias Musche mit 5 Treffern sowie Robert Weber mit 4 Toren. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Alfred Gislason, Trainer des THW, und bitten um seine Eindrücke und seine Einschätzungen zu diesem Spiel. Ja, guten Abend und Glückwunsch an Benno Double und an SM. Ja, schade war das natürlich. Es war ein richtig gutes Spiel, denke ich, insgesamt. Und wir haben also den Großteil des Spiels geführt. Und ich denke, letztendlich hätten wir vielleicht einen Punkt verdient. Aber man muss konstant ganze 60 Minuten in Magdeburg spielen, um die beiden Punkte mitzunehmen. Mitte erste Halbzeit und auch wieder Mitte zweite Halbzeit, dann verlieren wir ein bisschen unsere Linie, machen ein paar zu überhastete Würfe und verspielen dann ziemlich schnell ein paar Tore Führung, die wir uns ausgearbeitet haben. Ja, und so kam das, dass wir immer mal mit 2 Toren zurücklagen haben. Da muss ich sagen, ein riesen Kompliment an die Mannschaft. Die hat sich dann toll da zurückgekämpft. Aber ja, letztendlich dann zum Schluss so ein Sonntagswurf von Damgaard entscheidet das Spiel. War ein gutes Spiel, finde ich. Magdeburg ist natürlich jetzt, seit Dezember, muss man sagen, so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Hab super gespielt, fand ich bis jetzt. Und Glückwunsch an Benno. Und das scheint wirklich sehr, sehr gut zu laufen. Aber trotzdem hätte ich gerne einen Punkt mitgenommen. Hätte ich, denke ich, verdient. 2 wären noch besser, aber so ist das Leben. Ich bin trotzdem ziemlich stolz auf meine Jungs. Wir haben eine sehr, sehr junge Truppe und die haben jetzt eigentlich sehr, sehr gut hier präsentiert. Dankeschön. Danke, Alfred. Vielleicht noch gleich die einschätzenden Worte von Manager der THW Kiel, Thorsten Sturm, bitte. Ja, Glückwunsch an Magdeburg. Ich glaube, wenn man hier verliert, dann hat die andere Mannschaft sehr, sehr gut gespielt. Und das hat Magdeburg heute. Aber ich glaube, gerade das Kämpferische war heute ist hervorzuheben bei beiden Mannschaften. Das ging hier richtig zur Sache. Und das war, glaube ich, für alle Zuschauer ein Riesenspiel. Emotional und ja, am Ende, wie gesagt, für uns unglücklich, für Magdeburg glücklich, aber trotzdem am Ende wahrscheinlich verdient, weil beide konnten das Spiel gewinnen. Und insofern muss man jetzt damit leben, dass der letzte Wurf das Spiel entschieden hat. Aber ich finde auch, dass wir hier sehr gut aufgetreten sind und dass wir hier kämpferisch wirklich unser wahres Gesicht gezeigt haben. Und es hätte sicherlich auch mit ein bisschen mehr Glück für 2 oder 1 Punkt reichen können. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und man muss sich mit dieser Leistung aber sicherlich nicht verstecken. Danke, Thorsten Sturm. Ja, Bennett Wiegertz, deine Eindrücke zu diesem Spiel. Guten Abend. Vielen Dank, Alfred. Vielen Dank, Theo, für die Glückwünsche, die wir sehr gerne entgegennehmen. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich heute über diesen, vielleicht zum Schluss auch glücklichen Ausgang für uns. Ich bin der Meinung, im Verlauf des Spiels, dass wir wieder so ein paar Phasen drin haben, wo wir nicht das abrufen können, was wir vielleicht in letzter Zeit schon gemacht haben. Da fehlt uns die Konstanz. Es gibt in der ersten Halbzeit eine Phase, wo wir relativ schnell mit 3 Toren hinten liegen, 7-10, kämpfen wir uns dann wieder ran, gehen mit dem Unentschieden die Halbzeitpause, nehmen uns viel vor, aus der Kabine rauszukommen und gleich präsent zu sein. Ich muss relativ schnell die Auszeit nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass wir etwas lethargisch wirken, um dann nicht vielleicht noch weiter im Rückstand zu halten. Das geht dann vom 16-19, kämpfen uns wieder ran und haben dann eigentlich eine entscheidende Phase beim 26-23, wo ich das Gefühl habe, wir brauchen noch ein Tor, um dieses Spiel zu entscheiden. Und eine kleine Abwehrumstellung, eine offensive Variante 3-2-1, Mix 5-1, wie immer aus der THW Kiel interpretieren mag, macht uns dann zum Schluss das Leben noch relativ schwer. Wenn Alfred sagt, dass Mika das Ding dann zum Schluss da oben wahnsinnig stark einschweißt, bin ich der Meinung, wenn er den davor schon macht, den er Landin vielleicht auf die Brust haut, kommt es dazu gar nicht und wir brauchen das gar nicht mehr. Diese Mannschaft hat sich aber in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit wirklich entwickelt zu einer wahren Mannschaft und wo ich unheimlich stolz drauf bin. Und das möchte ich hier auch nochmal offiziell wiedergeben, vor allem, wenn das nicht immer so rüberkommt. Wir haben Riesenschritte im Teamspirit gemacht.
Ich habe heute wieder eine Mannschaft gesehen, die leidenschaftlich aufopferungsvoll füreinander gekämpft hat, um jeden Zentimeter, sicher auch Fehler gemacht hat, füreinander eingestanden hat und auch von der Bank mit enormer Tatenkraft kam. Ist keiner unzufrieden, wenn er mal ein bisschen weniger spielt. Die Jungs haben zusammen ein Ziel und wollen zusammen was erreichen. Und nur so können wir erfolgreich sein. Das ist so, wie ich mir eine Magdeburger Handballmannschaft vorstelle, mit Fehlern. Ja, wir machen eine Fehlersportart, wir spielen nicht 0-0. Wir werden es nie tun. Wahrscheinlich wird immer die Mannschaft gewinnen, die weniger Fehler macht als die anderen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Auftritt, mit der Leidenschaft, mit dem Kampf meiner Mannschaft. Und wenn wir das heute nicht genießen können, dann weiß man wahrscheinlich nicht, warum man sich Woche für Woche im Training quält. Bitte, die Jungs sollen das heute richtig genießen, sollen das richtig rauslassen. Und morgen um 16 Uhr zum Video habe ich sie wieder. So ist das. Vielen Dank erstmal, schönen Abend noch. Danke, Bennett. Ja, Steffen, deine Ergänzung bitte. Ja, schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. Spiele gegen THW Kiel sind immer was Besonderes für uns. Haben wir dieses Jahr auch im Pokal schon erlebt, wo wir knapp verloren haben. Heute war es umgedreht. Zum Schluss sicherlich mit einem glücklichen Wurf, aber ich glaube, dass das eigentlich gerade so das widerspiegelt, was die Mannschaft für ein Potenzial hat, konstant zu spielen, jetzt auch über Wochen erfolgreich zu spielen und gerade eben auch in schweren Situationen den Kopf oben zu behalten. Und da gehört eine Menge Arbeit dazu. Das macht Benno und Thomas, machen das sensationell. Es ist aber nicht selbstverständlich. Wir müssen uns das alles weiter hart erarbeiten. Und heute war die Halle ausverkauft. Vielen, vielen Dank nochmal an die Zuschauer, an die Fans des SC Magdeburg. Die haben uns heute extrem gepusht und waren sicherlich auch ein großer Teil des Erfolges. Dankeschön. Dankeschön, Steffen Stieble. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Verantwortlichen. Bitte mit Mikrofon. Ja, eine Frage an Bennett Wiegert. Am Samstag steht schon das nächste Spiel auf dem Programm. Nur noch 2,5 Tage Zeit für Regeneration und Vorbereitung. Können Sie einen kurzen Ausblick geben, wie es bis dahin ausschaut und was Sie sich für Samstag vornehmen? Ja, wir arbeiten weiter an uns. Wir kennen diesen Rhythmus jetzt der englischen Woche. Diesmal kommt eine besondere Problematik auf uns zu, dass wir eine längere Flugreise haben. Wir werden schon am Freitag um 5.25 Uhr hier von der GTK Arena starten und um 10.25 Uhr Richtung Tel Aviv zu fliegen und spielen dort auch in einer ungewöhnlichen Zeit für uns. Ich glaube, nach Ortszeit ist das 12.45 Uhr, 13.45 Uhr ist das unsere 12.45 hier, glaube ich, wenn ich da richtig... Ja, wir müssen versuchen, diesen Biorhythmus etwas umzustellen. Deswegen haben wir auch wenig Zeit. Wir werden auch morgen um 16 Uhr normal und die erste Videositzung auf Maccabi Tel Aviv schauen, uns vorbereiten, trainieren. Das, was halb theoretisch morgen möglich ist. Wir werden jetzt die Jungs versuchen, bestmöglich zu prüfen. Aber das wird nicht einfach, weil wir auch ein paar Probleme haben mit Erkältung. Der Yves Grafenhorst, der war heute eigentlich nicht für einen Spieleinsatz, also kam für mich nicht im Spieleinsatz in Frage. Lag 3 Tage im Bett, hat das dann aber hervorragend gemacht. Dario Könschett war auch nicht einsetzbar, hat sich auch bereit geklärt, mit Antibiotikum zu spielen. Das wird THW Kiel genauso haben. Ja, und das ist keine Ausreden, wir gehen weiter. Wir wollen diesen Flow, in dem wir uns gerade gespielt haben, einfach nutzen und am liebsten so lange wie möglich nicht verlieren. Danke. Weitere Fragen? Ja, Rudi möchte noch. An Herrn Gislason, was bedeutet die Niederlage heute für die gesamte Meisterschaft jetzt aus Kieler Sicht? Tja, dass es ziemlich schlecht aussieht, ne? Aber das war ja im Vorhinspiel auch so. Also von daher ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass wir vieles umgebaut haben und spielen teilweise mit sehr junger Mannschaft, aber wir haben sehr unglücklich jetzt in Flensburg verloren, wir kriegen eine rote Karte gegen uns in der entscheidenden Phase, wo eigentlich eine rote Karte in eine andere Richtung gehen hätte auch gehen können, ein bisschen früher. Ja, und was soll es? Wir haben schon einen sehr miesen Saisonstart gehabt. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, um sagen, dass es nicht so großartig aussieht in der Bundesliga. Wolltest du irgendeinen Schatz von mir bestellt haben, oder Rudi? Nein. Ja. Weitere Fragen? Das
nicht der Fall, dann sage ich Dankeschön, meine sehr verehrten Herren. Vielleicht noch für unsere Interessierten die Resultate vom heutigen Spieltag. Leipzig gegen Göppingen 29-23, Minden gegen Flensburg 17-41 und Stuttgarts unterliegt Melsungen 21-23 und im Europapokal die Füchse gegen Gutme 37-29. Sage ich Dankeschön, wünsche den Kielern gute Heimreise und weitere erfolgreiche Saison. Ansonsten uns dann hoffentlich gute Auswärtsspiele und wir sehen uns wieder am 12. März hier in der GTK Arena gegen Tel Aviv im Rückspiel. Danke. Ja.